Ich bin der gute Hirte. Das sagt Jesus im Johannesevangelium. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Herzlich willkommen an diesem Sonntag. Ein Sonntag, an dem sich alles um Hirten dreht. Und natürlich um Schafe. Denn was ist der Hirte ohne Schafe? Schafe und Hirte. Hirte und Schafe. Ein schönes Bild. Und trotzdem auch ein schwieriges Bild, wenn man genau hinsieht, wenn man es dreht und wendet. Wir drehen und wenden es heute. Und wir beten mit alten Worten der Bibel, mit dem 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte. So wie der Hirte für das Schaf ist, ist Gott für mich. Er kümmert sich. Er kennt jedes Einzelne. Er kennt den Weg. Während ein Schaf nur 18 Meter gucken kann, hat der Hirte den Überblick. Er weiß, was kommt. Er sucht den guten Weg. Das Schaf kann seinem Hirten vertrauen. Ich kann Gott vertrauen. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Grünes Gras, saftige Weideplätze sind das, was ein Schaf braucht. Und frisches, unverdorbenes Wasser. Dann ist es glücklich und zufrieden. Gott gibt mir, was ich zum Leben brauche. Nahrung, damit ich nicht Hunger leiden muss. Gute Lebensbedingungen. Mir mangelt es an nichts. Er erquicket meine Seele. Neben der körperlichen Nahrung sorgt Gott dafür, dass ich auch seelische Nahrung habe. Momente der Freude und Dankbarkeit, schöne Musik, anregende Gespräche. So ist meine Seele nicht traurig und ausgebrannt, sondern erquickt. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott steht mit seinem Namen dafür ein, dass mein Weg nicht in die Irre geht. Meine Straße ist nicht immer eben, das wäre zu viel verlangt, aber sie führt zum Ziel, das Gott schon sieht, obwohl ich es noch nicht sehe. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie gesagt, meine Wege sind nicht immer eben. Es gibt Durststrecken. Vielleicht ist die jetzige Zeit der Corona-Pandemie so ein finsteres Tal. Aber ich brauche mich nicht zu fürchten, denn Gott ist bei mir. Er gibt mir Halt und Zuversicht. Er lässt mich in dieser schwierigen Phase nicht allein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gottes Nähe ist ganz körperlich erfahrbar. Reich gedeckter Tisch, gesalbtes Haupt, voll eingeschenktes Glas. Mir wird nicht nur nichts mangeln, sondern er bewirtet mich überschwänglich. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Ein tröstlicher Schluss. Gott ist bei mir, seine Güte und Barmherzigkeit sind mir zugesprochen. Bei ihm habe ich eine Bleibe, immer da, im Leben und im Tod. Amen. Thank you.
Ich bin der gute Hirte. Das sagt Jesus im Johannesevangelium. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Der gute Hirte. Kaum ein Bild hat die Vorstellung von der Kirche so sehr geprägt wie das des Hirten. Es kommt aus dem 23. Psalm. Es kommt von Jesus, der von sich gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Es kommt daher, dass der auferstandene Jesus seinen Jünger Petrus zum Hirten macht. Weide meine Lämmer, sagt er zu ihm. Damit meint er die Menschen, die ihm gefolgt sind und die ihm in Zukunft folgen werden. Petrus soll für sie ein Hirte sein. So wurde aus der Berufsbezeichnung Hirte ein Amt, das Hirtenamt. Hirte heißt auf Lateinisch Pastor. Der Pastor ist der Hirte der Gemeinde. Und wenn ich das so sage, dann klingt es ganz gewohnt und vertraut. Und zugleich klingen in diesem Satz viele Fragen und Einwände mit. Ich zähle einige auf. Zuerst, ist der Hirte eigentlich immer ein Mann? Was ist mit den Hirtinnen? Ist es immer so, dass vielen Schafen nur ein Hirte gegenübersteht? Ist der Hirte der eine, der die vielen leitet und führt? Sind Schafe eigentlich dumm? Kommen sie nicht alleine zurecht? Wenn man das Bild auf Menschen überträgt, sind Menschen wie Schafe? Sind sie eine Herde? Ist eine Gemeinde eine Herde? Was macht einen Menschen zum Schaf? Was macht eine Gruppe zur Herde? Der Charakter? Die Machtverhältnisse? Freiwilligkeit? Schwäche? Bequemlichkeit? Zufall? Glück oder Pech? Und was macht einen Menschen zum Hirten? Die Berufswahl? Der Charakter? Das Gelernte? Ein Auftrag? Macht? Zufall? Glück? Oder Pech? Was müssen Schafe sich gefallen lassen? Wie viel Verantwortung dürfen sie abgeben? Was ist mit dem Satz von Hannah Arendt? Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Wie ist es also mit dem Gehorsam? Und was darf der Hirte? Alles? Wem ist er verantwortlich? Ist er wirklich nötig? Und was ist das eigentlich? Ein guter Hirte? Das frage ich mich schon seit ich Pastorin bin, mindestens. Eigentlich schon seit ich überhaupt angefangen habe, diesen Beruf anzustreben. Hirte, Hirtin. Dieses Bild ist mir bekannt und vertraut. Ich sehe die Idylle vor mir. Grünes Gras, sprudelnde Bäche. Der Hirte umsichtig und gütig. Die Schafe verspielt und geduldig. Da passt alles zusammen. Aber passt es auch zu mir, wenn ich Pastorin bin? Passt es zu meiner Gemeinde? Passt es zu unserem Verhältnis? Und was ist das eigentlich? Ein guter Hirte? Das frage ich mich noch immer, auch nach vielen Jahren als Pastorin. Ich habe oft vor vielen Menschen gestanden. Ich hatte Gruppen um mich herum gehabt. Manchmal sind sie mir auch gefolgt. Ich hatte Ideen und andere haben sie mit mir umgesetzt. Ich habe zugehört, gesprochen, unterrichtet, erzählt, getröstet und geschwiegen. Manchmal wusste ich nichts zu sagen. Manchmal hatte ich auch keine Idee. Manchmal wusste ich den Weg nicht. Aber andere wussten einen oder hatten einen Einfall oder fanden Worte. Es gab langjährige Kontakte und Beziehungen. Es gab punktuelle Begegnungen. Manche Menschen habe ich aus den Augen verloren. Manche sind gegangen. Manche sind zurückgekommen. Manche sind gestorben. Manche Wege kreuzten sich immer wieder. Es gab Auseinandersetzungen, Missverständnisse, Verständnislosigkeit, Kämpfe und Enttäuschungen. Es gab berührende Erlebnisse, traurige Momente, tiefe Freude, unvergessliche Augenblicke, Übereinstimmung, Überzeugung, Wunder. Es gab auch Erfolge, Meilensteine. Wir haben etwas geschafft zusammen, Dinge, die man sehen und anfassen kann. Wenn ich im Bild bleiben möchte, kann ich sagen,
viele Jahre unterwegs gewesen. Immer noch in derselben Landschaft von Weideplatz zu Weideplatz. Wir sind älter geworden. Viele fehlen. Viele sind neu dazugekommen. Wir haben uns verändert. Das merken wir selbst vielleicht am wenigsten. Wir alle zusammen. Was ist ein guter Hirte? Was ist eine gute Hirtin? Trotz allem. Mir liegt dieses Bild nicht. Es legt auch zu Machtmissbrauch ein, zu Selbstüberschätzung, zu Eitelkeit und Kontrolle bei den Hirten und zu kritikloser Bewunderung, Folgsamkeit und Zaghaftigkeit bei den Schafen. Mir liegt das Bild nicht, auch wenn ich verstehe, was damit gemeint ist, welche Hoffnungen und Sehnsüchte damit verbunden sind, dass ich mich nämlich jemandem anvertrauen kann, der es gut mit mir meint. Das verstehe ich sehr gut. Und jeder Mensch sollte jemanden haben, der es gut mit ihm und mit ihr meint und dem er oder sie vertrauen kann. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Vielleicht sollten wir es dabei bewenden lassen, dass es einmal jemanden gab, der alles gegeben hat und völlig von sich selbst abgesehen hat, dem es nicht um sich selber ging und der deshalb so vollständig für andere da sein konnte. Nicht in eigener Sache, sondern damit durch ihn sichtbar wird, wie Gott die Menschen liebt, durch alle Zeiten hindurch. Durchlässig werden für ihn, seine Stimme in dieser Welt hörbar machen, seine Zeichen und Spuren deuten, Hoffnung streuen, Glauben pflanzen, Vertrauen säen und wachsen und gedeihen lassen. Ich glaube, ich wäre lieber Gärtnerin als Hirtin. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Damit kann ich gut leben, ich und ihr und all die anderen. Einen besseren habe ich nie gesehen, einen anderen hat es nie gegeben. Amen. Wir beten. Du, Jesus, nennst dich guter Hirte.
Du bist kein Anführer, aber du bist einen Weg gegangen, den andere mitgehen konnten. Und du bist dahin gegangen, wo niemand hin will. Du wolltest kein Befehlshaber sein. Du wolltest auch nicht angebetet werden. Jeder und jede von uns muss seinen und ihren eigenen Weg gehen. Das nimmst du uns nicht ab. Aber du bist schon einmal vorgegangen. Bleib, wo du bist, in unserer Nähe, bei allen, die viel Vertrauen für ihre Schritte brauchen. Du, Jesus, wirst auch Sohn genannt, Sohn Gottes. Du hältst Nähe zu Gott und zu uns Menschen, wie eine Familie, wie jemand, mit dem wir auch in Zeiten wie jetzt Umgang haben können, weil er zu unserem Haushalt gehört. Du wohnst in stillen und lauten Wohnungen, hinter Masken und in der Einsamkeit. Du, Jesus, wirst auch Retter genannt. Und du wurdest ausgelacht, weil du dich selbst nicht retten konntest am Kreuz. Du warst kein Held und wolltest keiner sein. Aber du warst Mensch, mit Haut und Haaren, mit Blut und Schweiß. Und wer gibt das schon gerne zu? Auch nur ein Mensch zu sein und manchmal nichts ausrichten können und nichts zu wissen. Und doch da sein für andere. Mit dir können wir es. Jesus, Hirte, Sohn und Retter, Gott und Mensch an unserer Seite, wir sprechen mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Gott segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Liebe Gemeinden von St. Ansgarii und auch unser lieben Frauen. In diesen Tagen endet mein Dienst in der St. Ansgarii-Gemeinde nach 23 Jahren. Ich danke Ihnen und euch für diese bewegenden Jahre. Es war eine so unglaublich reiche Zeit. Mir gehen so viele Namen und Daten und Ereignisse und Erlebnisse durch den Kopf. Ich habe viel gelernt und erfahren in dieser Zeit. Dafür danke ich Ihnen und euch. Die St. Ansgarii-Gemeinde hat eine lange Geschichte und wir haben sie ein paar Jahre zusammen weitergeschrieben und den Namen Gottes weitergereicht, so gut wir es konnten. Das tun wir auch weiterhin, da wo wir alle sind. Und ich wünsche uns allen dazu Gottes Segen. Bleibt behütet, liebevoll und gastfreundlich.